Die Magistrale in Frankfurt-Oder. Die heutige Geschäfts- und Shoppingmeile war einst Aufmarsch- und Demonstrationsstraße einer sozialistischen Planstadt. Durch die Karl-Marx-Straße marschierten DDR-Bürgerinnen und Bürger für Feierlichkeiten wie Arbeiterfestspiele, Parteitage und Stadtfeste. Bis in die 40er Jahre waren an ihrer Stelle noch zwei Straßen, Wollenweber- und Richtstraße. Doch nach dem Krieg war Frankfurts Innenstadt beinahe gänzlich zerstört. Kaum ein Stein war auf dem anderen geblieben. Adolf Ferber, der heute 92 Jahre alt ist, kann sich noch gut daran erinnern. Also nach Frankfurt gekommen bin ich 1956. Und da lag natürlich noch alles in Trümmern. Quartier zu bekommen war so gut wie gar nicht. Ich musste also schon mit Provisorien dann Vorlieb nehmen. Im selben Jahr beschlossen Frankfurts Stadtverordnete, anstelle der ursprünglichen zwei eine breite, prächtige Magistrale für Märsche und Paraden zu errichten, sowie einen Festplatz, auf dem unter Oberbürgermeister Fritz Krause ein riesiger Brunnen errichtet wurde. Als Abschluss des Festplatzes und zur Begrenzung der Magistrale errichtet man hier den großen Brunnen nach dem Vorbild einer großen Brunnenanlage in irgendeiner Hauptstadt der UdSSR, also der Sowjetrepubliken. Und im Volksmund hieß das Ganze Fritze Krauses Panzersperre, ist dann relativ schnell nach der Wende zugemacht worden als Brunnen, weil es einfach finanziell nicht tragbar war. Die sozialistische Stadtplanung der 50er und 60er Jahre beinhaltete außerdem den Bau von drei großen Branchenkaufhäusern. Technik im Haushalt, das Kinderkaufhaus und das Autohaus des Industrieverbands Fahrzeugbau, kurz IFA-Laden, in dem sich noch heute das Autohaus Dürkopp befindet. Im Erdgeschoss war dann die Ausstellung von Fahrzeugen und die Anmeldung. Aber diese Wartezeit betrug ja in der Regel 15 Jahre. Also, ich hatte das Geld nicht, aber angemeldet habe ich mich. Weil bei dieser langen Wartezeit, bis dahin hätte man das Geld zusammen gehabt. In das Gebäude des Kinderkaufhauses ist 2018 das Coworking-Café Block O gezogen, das Arbeitsräume für Freelancer und Studierende mit Kaffeebetrieb vereint. Die meisten Kunden erinnern sich meistens an ein Kinderkaufhaus und erzählen auch da Geschichten darüber, wo hier irgendwas stand, Kinderwagen dort, Anziehsachen dort. Also es war schon, ist schon interessant. Mit Fertigstellung der Magistrale Anfang der 60er Jahre wurden neue Wohnhäuser errichtet. Erstmals in industriellen Großblöcken der damals modernsten Bauweise. Nach und nach siedelten sich immer mehr Geschäfte in der Magistrale an. Einige haben bis heute Bestand, wie zum Beispiel der Friseursalon Kreativ und der Fotoladen Schwänzer. Also unser Geschäft wurde gleich nach dem Bau, als die Karl-Marx-Straße gebaut worden ist, eröffnet hier als Fotoladen und ist auch nie wieder anders bestückt worden. Der ist immer von 1963 bis heute Fotoladen geblieben. Früher wurden hier noch Filme im Labor entwickelt. Mehrere Umbauten und Umstrukturierungen hat der Laden bereits hinter sich. Zum Verweilen luden ab Mitte der 60er Jahre rechts und links des Durchgangs zum Lenné-Park die Milchbar und die Kaffeetasse ein, an die sich Adolf Ferber gerne erinnert. Und hier gab es einen guten Kaffee. Auch in der Zeiten, wo es kaum Bohnenkaffee gab, gab es hier einen vernünftigen Kaffee. Das hatte den Vorteil, wir hatten ja in Frankfurt eine Kaffeerösterei, Marö. Und da konnte natürlich der Kaffee unmittelbar aus der Fabrik hierher gehen, sodass hier immer ein vernünftiger Kaffee angeboten wurde. Auch die Milchshakes und Eisbecher der Milchbar waren bei den Frankfurtern beliebt. Am alten Tresen links vom Eingang standen die Menschen regelmäßig Schlange. In der immer belebteren Magistrale wohnte die spätestens 1964 in der ganzen DDR bekannte Hürdenläuferin Karin Balzer. Sie gewann Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio und wurde bei ihrer Rückkehr in die Karl-Marx-Straße feierlich in Empfang genommen. Ein Jahr später wurde der sowjetische Kosmonaut Boris Egorow und nicht zuletzt SED-Staatssekretär Erich Honecker hier willkommen geheißen. Doch auch die kleinen Leute wurden zur sportlichen Leistungsschau auf die Magistrale gerufen, beim Go-Kart-Rennen, für das die breite Prachtstraße ebenso geeignet war.
1965 wurden alte Gebäude gesprengt und Ende der 60er Jahre eine der wichtigsten Institutionen der Stadt errichtet, das Hotel Stadt Frankfurt, mit Hilfe eines Tricks. Die Stadt hatte ja nicht die Möglichkeit, frei zu bauen, das, was sie wollte, sondern man brauchte immer eine Genehmigung, man brauchte Baumaterialien und so weiter. Und für ein Hotel hat man keine Genehmigung und keine Baumaterialien gekriegt. Deswegen hat man ein Arbeiterwohnheim gebaut. 1976 wurde das Hotel als Bettenhaus für die Arbeiter des Frankfurter Halbleiterwerkes eröffnet, dem größten Produzenten von Mikroelektronik der ehemaligen DDR und bis zur Wende einer der größten Arbeitgeber der Region. Genutzt wurde das vermeintliche Wohnheim jedoch als Hotel für Gäste aus Ost und West. Gegenüber auf dem Brunnenplatz wurden Soldaten der Nationalen Volksarmee feierlich vereidigt. Dokumentiert hat viele dieser Ereignisse der Frankfurter Amateurfilmclub. Im November 1989 wird die Karl-Marx-Straße Schauplatz von Demonstrationen, die vom Volk ausgehen und die Wende und Wiedervereinigung einleiten. Damit ändert sich auch in Frankfurts Innenstadt so einiges. Unter anderem wird das Hotel Stadt Frankfurt abgerissen. Man wollte hier was Neues hinbauen. Das war der Herr Penz, so ein großer Baulöwe, könnte man sagen, der die Stadt mehr oder weniger verarscht hat. Die Finanzierung des geplanten Büro- und Einkaufskomplexes scheitert. Bis 1998 bleibt eine Baugrube. Erst im Januar 2000 werden die Linné-Passagen unter neuem Eigentümer eröffnet. Schon längst erhebt sich auf der anderen Straßenseite das bis heute höchste Gebäude Frankfurts über die Magistrale, der Oderturm, Bürogebäude und Wahrzeichen der Stadt. 1976 fertiggestellt, wurde er 1993 saniert und mit einer modernen Einkaufspassage ausgestattet. Die Arbeits- und Einkaufswelt der Frankfurterinnen und Frankfurter veränderte sich in den 90er Jahren. Das Halbleiterwerk wurde zahlungsunfähig, viele Geschäfte verschwanden und neue entstanden, die nun mit Westartikeln lockten. Im Jahr 2000 erhält der Brunnenplatz nach Abriss der Panzersperre eine neue Wasserstelle, den Comicbrunnen des Bildhauers Michael Fischer-Art. Auch er war 2013 bereits Anlass einer Demo der etwas anderen Art, einem Flashmob. Zum Protest dagegen, dass die Comicfiguren viele Monate auf dem Trockenen saßen. Dank einer Brunnenpatenschaft, der Frankfurter Wohnungswirtschaft, der Stadtwerke und Mytra Objektmanagement sprudelt das Wasser hier heute wieder regelmäßig. 2003 feiert die Stadt, nun unter Oberbürgermeister Martin Patzelt von der CDU, ihr 750-jähriges Bestehen. Im selben Jahr führt die internationale Friedensfahrt über die deutsch-polnische Grenze. Auch der Motorsport kommt wieder, sogar eine Nummer größer als zu DDR-Zeiten. 2005 führte die deutsche Tourenmeisterschaft durch die Magistrale. Tausende Gäste aus 17 verschiedenen Ländern zieht es 2011 zur internationalen Feuerwehrsternfahrt nach Frankfurt und Swubice. Bis heute ist die Doppelstadt Sinnbild für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und nach wie vor laden die in der Magistrale ansässigen Geschäfte zum Bummeln, Shoppen und Essen ein. Heute war ich in der Suppenbar Mittagessen. Ich war danach kurz bei Holzinger, um eine Bestellung abzuholen. Hab eine Kerze bei der Villa Rosengarten gestern geholt als Geschenk. Wenn das ja ausgestrahlt wird, durfte das schon. Hab mir dann ein Eis bei der Villa Rosengarten geholt und die Kollegen vom Fass getroffen und mit denen kurzen Schnack gemacht. Also, ich finde wirklich, dass mittlerweile kann man sagen, dass hier ganz viele tolle Läden Einzug gehalten haben. Vereint sind sie im Händlerstammtisch der Frankfurter Innenstadt, der eine Vielfalt an alten und neuen Geschäften, Festen und Paraden organisiert. Als Zentrum der Stadt wird die Magistrale von zahlreichen Frankfurter Initiativen belebt, zum Beispiel beim City-Frühling oder dem Stadtfest Bunter Hering.